Hallo bei Bananenbrot TV, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute für euch ein leckeres, gesundes Rezept, ein Rucki-Zucki-Rezept. Wir machen heute Low-Carb-Tabouleh. Und warum machen wir Low-Carb-Tabouleh? Weil ihr euch gesunde Rezepte gewünscht habt. Ich finde das richtig gut. Ich mag das auch ganz bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber warum Low-Carb? Was ist denn eigentlich in dem anderen Tabouleh drin? Also Tabouleh ist ja so ein schöner, leckerer arabischer Salat, ne? Und was ist in dem anderen Tabouleh drin? Bulgur. Bulgur hat sehr viele Kohlenhydrate und ist deswegen nicht ganz so low-carb. Und dann gibt es noch die Variante mit dem Blumenkohl. Und da Adam ja der größte Fan von Blumenkohl ist, wrong, habe ich mir überlegt, das geht doch auch mit Quinoa. Mhm. Quinoa finde ich super. Quinoa hat eine super tolle Eiweißquelle, also hochwertige Eiweißquelle, enthält sehr viele Nährstoffe und ein komplexes Kohlenhydratensystem. Nee, enthält komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, die Kohlenhydrate werden langsam an den Körper abgegeben. Also schön so, ne, immer schön so im Strom, im Fluss so, ne? Deswegen nehmen wir Quinoa. Ich finde das richtig gut. Welche Zutaten ihr dafür braucht, die zeigen wir euch jetzt. Für das Tabouleh braucht ihr Quinoa, Paprika, Gurke, Tomate, Lauchzwiebeln, Zwiebeln, Minze, Olivenöl, Salz, Zitronensaft, Petersilie und Chiliflocken. So, jetzt fangen wir an. Ich habe hier den Quinoa schon vorbereitet, weil der muss ja abkühlen, ne? Wie ihr sehen könnt hier, habe ich hier den schon gekocht. Der ist auch richtig schön locker. Den bereitet ihr einfach nach Anleitung zu. Achtet bitte darauf, wenn ihr Quinoa kauft, dass ihr wirklich einen hochwertigen kauft, am besten in Bio-Qualität. Also, der hier ist jetzt bunt. Ihr könnt auch ganz normalen weißen nehmen. Ich finde das gut so, bunt. Dann wird der Salat auch noch ein bisschen bunter. Und nach Packungsanleitung kochen, abkühlen lassen und dann können wir jetzt auch direkt zum nächsten Step gehen. Ich habe hier schon alles klein geschnitten. Bei der Gurke habe ich Folgendes gemacht. Die habe ich halbiert, ausgehöhlt, also habe die Kerne rausgenommen und dann klein geschnitten, weil sonst wird der ganze Salat suppig werden. Aber jetzt müssen wir einfach nur alles dazugeben. Das geht nämlich echt rucki-zucki, ne? Und ich glaube, es ist okay, dass ich das vorgeschnitten habe, weil ihr wollt bestimmt nicht sehen, wie ich hier Tomaten schneide und Gurke schneide. Da habt ihr bestimmt überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann dürft ihr auch gerne ein Like für uns da lassen. Schreibt in die Kommentare, welche Rezepte wir mal für euch machen sollten, worauf ihr mal Bock habt. Dann machen wir das vielleicht sogar mal nach. Also schön fleißig in die Kommentare schreiben. Das hier finde ich auch ist so ein super Rezept für den Veganuary. Einfach zu zeigen, wie einfach man super leckere vegane Sachen essen kann, ne? Also auch dieses Video dann teilen, ne? Schön mitmachen. So, das wird jetzt alles vermengt hier. Ganz vorsichtig mit einem Löffel unterrühren. Das sieht doch wohl klasse aus, oder? Schön alles gleichmäßig verrühren. Das hier sind jetzt so circa 4 Portionen, weil es macht ja auch satt, ne? Also nicht denken so, dass das jetzt so wenig ist. Ne, das geht schon, wirklich. Ich hatte auch am Anfang erst mehr Quinoa gekocht, weil der Quinoa ist ja so klein, ne? Und dann denkt man vielleicht, wenn man das abwiegt, das reicht doch nie im Leben. Hm. Naja, jetzt könnte ich den gleichen Salat nochmal machen. Hab die doppelte Menge genommen. Nicht dafür, ne? Also, zu viel gekocht. So, wenn ihr den miteinander verrührt habt, an die Seite stellen. Und dann geht's weiter zum nächsten Step. Schüssel nehmen, Olivenöl rein. So, alles rein damit. Zitronensaft dazu. Dann habe ich getrocknete Petersilie genommen. Ihr könnt auch frische Petersilie nehmen. Ich bin nicht so der Petersilien-Fan. Der eine mag das nicht, der eine mag dies nicht. Aber ich mache ein bisschen rein und deswegen nehme ich einfach die getrocknete. Die mache ich hier mit zu den flüssigen Zutaten. Etwas Salz. Nur so ein bisschen. Ich kann auch nicht mal sagen, wie viel. Das müsst ihr so machen, wie ihr das mögt, ne? Einfach abschmecken und dann probieren. Ich habe den hier gesucht. Alles miteinander verrühren, dass sich alles schön miteinander verbindet. Ihr könnt auch noch Pfeffer dazu geben, wenn ihr möchtet. Ich streue hinterher einfach so ein paar Chiliflocken darüber. Das seht ihr gleich. Das sieht dann richtig cool aus. Salat wieder ranholen auf den Meter. Soße nehmen, drüber schütten. Alles miteinander vermengen wieder. Schön mit Liebe, schön alles gleichmäßig verteilen. So.
Folgendes, wenn ihr das alles schön miteinander verrührt habt, dann muss dieser Salat für eine Stunde, anderthalb Stunden mindestens in den Kühlschrank schön durchziehen lassen, damit sich alles so richtig schön miteinander verbindet. Das mache ich jetzt nicht. Was kommt dann zum Servieren noch oben drauf? Also, zum Servieren kommt dann die gehackte Minze. Die schneidet ihr richtig schön klein, die wird dann einfach drüber gestreut. Ich mache jetzt hier so ein bisschen nur. Der Adam ist nicht so der Minzfan auf dem Essen. Ich weiß gar nicht, was ihm entgeht, ne? Ein bisschen von den Chiliflocken noch oben drauf und dann sieht das richtig cool aus. So, ein bisschen habe ich gesagt, ne? Guckt mal, das ist so schön bunt, das ist richtig toll. Ich probiere den jetzt für euch. Der schmeckt so schon richtig genial. Wirklich, er schmeckt genial. Es muss noch ein bisschen Salz dran. Lasst ihn durchziehen, schmeckt ihn dann nochmal ab. Würzt noch ein bisschen nach, wenn ihr das machen wollt. Ein super frischer Salat. Es ist auch mal Zeit wieder für frische Sachen. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Macht ihn nach. Und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V Bananenbrot TV.